Ja, dann grüße ich alle ganz herzlich zum zweiten Mal jetzt Grundkurs im BGB. Heute steht auf der Agenda dann die Rechtsgeschäftslehre. Wir beginnen mit dem Rechtsgeschäft. Wir haben uns ja vergangene Woche versucht, dem System des Privatrechts und dann dem System des BGB genauer zu nähern. Und das erste Buch ist der allgemeine Teil, der vor die Klammer gezogenen allgemeinen Regeln enthält im Verhältnis zu den dann folgenden Büchern Schuldrecht, Sachenrecht, Familien- und Erbrecht. Zu der Systematik habe ich etwas gesagt. Wir haben uns dann vor allem noch das besondere Verhältnis angeschaut zwischen Schuldrecht und Sachenrecht, und das werden wir heute sicherlich nochmal vertiefen, weil das einfach ein wichtiges Verhältnis ist, das im Kontext des Vermögensrechts immer wieder Probleme bereitet, weil dies die besondere Dogmatik des deutschen bürgerlichen Rechts, des deutschen Zivilrechts wirklich eine eigene Note gibt, die sehr tief gedacht aus der Pandektistik kommend eben das Verhältnis zum Ausdruck bringt, dass wenn zwei Personen miteinander ein schuldrechtliches Verhältnis haben, und das ist eben der Standardfall bei Personen, die keine besondere Nähebeziehung miteinander haben, dann ist es nicht so, dass der eine sich vollständig schuldet als Person, sondern immer nur einzelne Handlungen, die er schuldet. Und wir haben gesehen, diese einzelnen Handlungen können sich beziehen auf einen Realakt, der sofort zu erfüllen wäre oder später zu erfüllen wäre, je nachdem, etwa die Errichtung eines Werkes oder die Vollbringung einer Dienstleistung, und umgekehrt eben die Perspektive der Rechtsakt, der geschuldet wird. Und dieser zweite Rechtsakt führt uns dann, wenn es sich um eine Sache handelt, ins Sachenrecht und den Bereich der Übereignung. Das ist ein komplizierter und komplexer Bereich, den wir immer wieder vertiefen wollen. Heute, nachdem wir die Systematik uns angeschaut haben, gehen wir über auf das Rechtsgeschäft, auf den Kern dessen, was im allgemeinen Teil geregelt ist. Und hier, ich verrate da keine großen Geheimnisse, der eigentliche Schwerpunkt dessen, was im allgemeinen Teil des BGB geregelt ist, ist in gewisser Weise das Vertragsrecht. Nur nennt der Gesetzgeber, und hat man es im Ausgang des 19. Jahrhunderts nicht einfach das Vertragsrecht genannt, wie man es in anderen Rechtsordnungen finden kann, also etwa die Engländer oder in den USA spricht man eben vom Contract Law. Das ist ein eigenständiger Bereich. Das macht der deutsche Jurist nicht. Er spricht vom allgemeinen Teil und von der sogenannten Rechtsgeschäftslehre. Dieser Begriff des Rechtsgeschäfts steht also im Zentrum des allgemeinen Teils, und es hat etwas damit zu tun, dass eben diese Abstraktheit besteht, dieser allgemeine Teil, der vor die Klammer gezogen ist. Und im Schuldrecht werden Rechtsgeschäfte geschlossen, beziehungsweise es werden schuldrechtliche Rechtsgeschäfte geschlossen. Für das Schuldrecht sind also Verträge relevant, aber eben auch in allen anderen Bereichen, sowohl im Sachenrecht, als auch im Familienrecht, als auch im Erbrecht. Das wesentliche Element der Rechtsgestaltung im Privatrecht ist der Vertrag, und da der Begriff des Vertrages eben dann mehrdeutig sein könnte im Hinblick auf die dort relevante Bestimmung dessen, was diesen Vertrag kennzeichnet, nämlich, ich nehme den Begriff schon mal vorweg, die Willenserklärung, hat man einen abstrakteren Begriff als den des Vertrages gewählt, nämlich das Rechtsgeschäft. Das Rechtsgeschäft ist also der Oberbegriff für alles, was im Privatrecht durch individuelle Rechtsgestaltung beeinflussbar ist. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Theodor W. Adorno hat ja mal gesagt, Wissenschaft sei der Jargon, den sie hervorbringt. Also Wissenschaft ist irgendwie ein Jargon, ein Geschwurbel, eine Begriffsfriemelei, und jede Wissenschaft, sei es jetzt die Virologie oder die Biologie oder eben die Ökonomie, alle entwickeln ihre eigenen Begrifflichkeiten. Und deswegen ist ein wesentlicher Aspekt auch für die Rechtswissenschaft, mit eigenen wichtigen Begrifflichkeiten operieren zu können. Und das macht das Ganze manchmal etwas schwer. Gleichwohl wird man hier nicht unbedingt sagen, dass es ein eigener Jargon ist. Auch wenn gesagt wird, ja, Juristen drücken sich manchmal sehr geschwollen und gewunden aus.
Da kann man es aber auch mit Gustav Radbruch halten, dass Juristenarbeit eben eher Verstandesarbeit ist, Beherrschung der verschwommenen Wirrsal menschlicher Beziehungen durch die Schärfe klarer Begriffe. So also Radbruch, ja, die Verworrenheit der sozialen Beziehungen, davon haben wir ja das letzte Mal schon gehandelt, dass alle irgendwelche Beziehungen miteinander haben und nur dadurch, dass es zu Beziehungen von freien Wesen oder eben von Menschen kommt, wird Recht überhaupt relevant. Und wir haben ja gesehen, dass im Zentrum der Betrachtung des Rechts und der Systematik des Rechts das Rechtsverhältnis steht, also das Verhältnis. Und dieses Wirrsal der sozialen Verhältnisse zu beherrschen, ist im Kern der Versuch, mit scharfen Begriffen zu operieren. Und diese Begriffe sind für den Laien nicht immer unmittelbar verständlich, wie zum Beispiel der Begriff des Rechtsgeschäfts. Ja, Vertrag wäre viel eingängiger, aber auch schon der Begriff der Willenserklärung ist so ein typisch juristischer Begriff aus dem allgemeinen Teil, der nicht unbedingt in der allgemeinen Gebrauchssprache auftaucht. Deswegen müssen wir uns heute mit Begrifflichkeiten auseinandersetzen, die für das Weitere und die weiteren Vorlesungen und die Beschäftigung mit dem Privatrecht, insbesondere also nicht nur mit dem Zivilrecht, das ja hier auf der Agenda steht, Grundkurs 1, 2, Schuldrecht, Sachenrecht, sondern dann eben auch weiter mit dem Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht und so weiter. Überall werden diese Grundbegriffe, von denen wir nun handeln müssen, eine Bedeutung haben. Deswegen, Ausgangspunkt ist der Versuch, diese Begrifflichkeiten zunächst mal zu erörtern und wie das häufig so ist, ist mit Begriffen, dass Begriffe manchmal, wenn sie abstrakt sind, sie brauchen etwas, das sie verdeutlichen, nämlich das Leben schlechthin. Und deswegen ist der Versuch, immer wieder diese Begriffe mit diesen sozialen Verworrenheiten und den menschlichen Beziehungen in eine Beziehung zu setzen, notwendig, weil sonst die Begriffe nur verschwommen bleiben und eben nicht in das eigene Gedächtnis übergehen. Versuchen wir das also, schauen wir uns das Begriffsrepertoire des allgemeinen Teils des BGB genauer an. Insoweit müssen wir zunächst ein Wort zur Kodifikation verlieren, denn die Bedeutung des BGB allgemeinen Teil, den allgemeinen Teil des BGB versteht man eben nur, wenn man das Problem einer Kodifikation verstanden hat. Und deswegen zunächst, was ist das eigentlich, eine Kodifikation? Mehr oder weniger kann man das natürlich bei Wikipedia nachlesen. Irgendwie hat man schon eine Vorstellung davon. Wir haben das ja auch im römischen Recht, in der Vorlesung zur römischen Rechtsgeschichte schon besprochen. Da gab es ja offenbar diese zwei Kodifikationen am Anfang, die 12 Tafeln und am Ende dann das Corpus Juris Civilis des Justinian. Was ist also eine Kodifikation? Kodifikation ist der Versuch, alles das, was für einen bestimmten Bereich der Rechtsverhältnisse relevant ist, in ein Buch zu bringen. Code ist das Buch, in dem man die Sachen also sammelt. Die Gästin war ja eine Sammlung von Aussprüchen. Man könnte, und auch darauf hatte ich ja schon hingewiesen in der Einführung in die Rechtswissenschaft im letzten Semester, den Zugang zur Rechtswissenschaft durchaus induktiv finden. Das wäre dann der Zugang, indem ich mir eine Entscheidung anschaue, die nächste Entscheidung anschaue und noch eine Entscheidung anschaue. Aber spätestens in dem Moment, wo diese Entscheidung eben nahezu unübersichtlich werden, die Mannigfaltigkeit, der Wirrsal, der Einzelfälle und der Streitigkeiten, dann kommt es darauf an, die in ein ordnendes System zu bringen. Und dieses ordnende System ist denn ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes. Und dieses nach Prinzipien geordnete Ganze ist im Recht eben der Gedanke der Kodifikation. Dass also ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes des Rechts in einem Buch zusammengefasst wird. Und deswegen ist der Zugang zu einer Kodifikation im Idealfall eben durch den Gedanken des Systems und der Systematik erschlossen. Das haben wir versucht das letzte Mal, indem ich aufgezeigt habe, dass hinter dem System
System des BGB, das Pandektensystem, das sogenannte, eben vor allem es um wohlgeordnete Freiheit geht und der Gedanke der Freiheit im Zentrum dieser Kodifikation steht. Und die Abweichungen, die dann eine Rolle spielen, die haben wir auch schon kurz kennengelernt, die man dann mit Sonderprivatrechten genauer kennzeichnen kann, also etwa das Kaufrecht als Sonderprivatrecht der Kaufleute oder eben das Verbraucherrecht als ein Sonderprivatrecht in der Beziehung von Verbrauchern und Unternehmern und so weiter. Über den Gesichtspunkt der wohlgeordneten Freiheit und der Frage, ob denn es sich um gleiches Recht für gleiche Bürger handelt oder eben um andere Rechtsbeziehungen, ist die Struktur und das System des BGB ursprünglich zu verstehen. Deswegen eben auch die besondere Untergliederung und das Familienrecht gesondert, weil es hier um eine besondere Nähebeziehung geht und so weiter. Also Kodifikation als Begriff sollte klar sein. Ich erinnere noch an den sogenannten Kodifikationsstreit. Dann wird deutlich, dass sich also jedenfalls die deutsche Rechtswissenschaft doch sehr viel Zeit gelassen hat mit der Erstellung eines eigenen BGB, also einer eigenen Zivilrechtskodifikation. Und hier ging es, das war Thema in der Vorlesung zum römischen Recht bzw. zur römischen Rechtsgeschichte, unter einem Gesichtspunkt um das Schicksal des römischen Rechts, tatsächlich das Schicksal dessen, was über Jahrtausende im römischen Recht und in der Auseinandersetzung mit dem römischen Recht gewonnen wurde und auch beibehalten wurde. Aber der zweite, und das war dann weniger der historische Teil dieses Streites, als mehr der, würde man sagen, rechtsphilosophische Teil oder geradezu gesetzgeberische, der legislatorische Teil dieses Streites, ist nämlich die Frage, wann eine Zeit reif ist, ein Kodifikationsprojekt auch tatsächlich zu starten. Und da hatten wir ja gesehen, dass Thibault der Meinung war, es wird höchste Zeit, dass das getan wird im emotionalen Überschwang der Befreiungskriege, während ihm Savigny entgegengetreten ist und gesagt hat, nein, nein, es mag ja alles wunderbar sein, dass wir jetzt eine Einheitsbewegung, eine deutsche nationale Bewegung haben, aber wir sind als Rechtswissenschaftler noch gar nicht in der Lage, den ganzen Schatz des römischen Rechts gesichtet zu haben und deswegen auch noch nicht die Kodifikation jetzt auf der Agenda steht. Der zweite wesentliche Teil, der in diesem Streit eben zum Ausdruck kommt, und ich glaube, das ist der Punkt, warum neben allen politischen Überlegungen, die wir ja angestellt haben im Kontext der Rechtsgeschichte, ist jedenfalls der Teil, der uns hier interessiert, das Problem einer Kodifikation. Nämlich, wir müssen uns ja immer vorstellen, für wen soll dieses Gesetzbuch geschrieben sein? Wer soll die Rechtsregeln erkennen können? Soll das ein Fachjurist sein oder soll das ein Normalbürger sein? Also jeder, der, sagen wir mal, das Abitur gemacht hat oder vielleicht sogar jeder, der 8 Klassen Hauptschule hinter sich gelassen hat oder vielleicht sogar schon Kinder im Kindergarten, sollen die das verstehen? Also jedenfalls das Ideal einer aufgeklärten Kodifikationsidee ist natürlich, dass sich ein Gesetzbuch an diejenigen richtet, die ihm unterworfen sind oder für diejenigen, für die diese Regeln gelten. Und alle, die sich mal mit literarischen Fragen beschäftigt haben, denen wird klar sein, dass eine Idee zu haben, ja, noch nicht bedeutet, dass man sie auch formulieren kann. Das heißt, es gibt zwei Perspektiven auf diese Kodifikation und damit eben auch zwei Probleme. Das eine ist, was muss inhaltlich in diesem Buch drinstehen, dass also idealerweise umfänglich das Recht in diesem Kodifikationsprojekt auch geregelt ist. Ja, die Kodifikation soll sozusagen ein Endpunkt darstellen in einer Entwicklung. Insoweit soll man all die rechtsgeschichtliche Entwicklung durchaus mit gutem Gewissen beiseite legen können, weil nunmehr aus der Kodifikation heraus, aus dem neuen Gesetzbuch heraus, alles als die zentrale Rechtsquelle gilt und nichts mehr, was noch in der Vergangenheit oder davor irgendeine Rolle gespielt haben könnte. Und wenn man diesen Anspruch erhebt, dass eine Kodifikation einen Rechtsbereich, also vollständig legislatorisch abbildet, setzt das natürlich große Erwartungen in den Inhalt dieses Textes. Und das ist
ein Problem, das aus der Methodenlehre ja dann bekannt ist, dass eine Kodifikation möglicherweise eben Lücken aufweist, also dass gar nicht inhaltlich alles das geregelt wurde, was hätte geregelt werden sollen. Und das war ja ein großes Stichwort für den Bereich der Methodenlehre, wenn also Lücken eventuell zu schließen sind, die im Text nicht vom Gesetzgeber berücksichtigt worden sind. Das ist also einmal die inhaltliche Seite. Das zweite, und das ist mindestens genauso herausragend als Problem, nämlich das formale Problem. In welcher Art und Weise formuliere ich diesen Text? Wie gesagt, so, dass es ganz allgemein verständlich ist. Gebrauche ich also eine Sprache, die sozusagen Vox Populi ist, die allgemein auch auf der Straße verwendet wird? Oder gebrauche ich zum Teil eben eine Kunstsprache, die ein besonders hohes Abstraktionsniveau gewonnen hat, das eben nicht mehr mit der normal gesprochenen Sprache identisch ist? Und dieser Streit, der ist wohl nie ganz zu Ende zu führen. Also während zum Beispiel, um ein historisches Beispiel zu bringen, der Gesetzgeber des preußischen allgemeinen Landrechts die Auffassung vertrat, dass jeder allgemein gebildete Bürger die Gesetze und seine Rechte aus dem Gesetzbuch ablesen können soll. Und das bedeutet, dass es auch in einer Sprache verfasst sein muss, dass jeder, der das Buch zur Hand nimmt, seine Rechte sofort erkennen kann. Ist umgekehrt, darüber besteht mittlerweile wohl Einigkeit, dass beim BGB in der Form nicht gelungen, aber es war auch gar nicht der Anspruch, sondern das BGB ist in gewisser Weise eine Kodifikation von Rechtswissenschaftlern für Rechtswissenschaftler oder für den juristischen akademischen Stand. Anders etwa als das Grundgesetz. Das Grundgesetz, von dem man eben erwartet, dass es allgemeine Prinzipien des Zusammenlebens, wie bei jeder anderen Verfassung auch, in einer Sprache formuliert ist, die zwar einerseits feierlich ist, so dass sie eine gewisse Erhabenheit beinhaltet, auf der anderen Seite aber eben auch noch verständlich ist für jeden und nicht nur für den Juristen, ist es beim BGB tatsächlich so, dass es sehr schwer fällt, dass man sagt, ach hier ist das BGB, da steht alles drin, guckst dir an und dann weißt du, welches deine Rechte sind. Sondern beim BGB ist es nun in der Tat so, dass es in einer Form formuliert wurde, dass eben dadurch, gerade mit Blick auf den BGB-AT, auf den allgemeinen Teil, in einer Form systematisch und an Prinzipien orientiert wurde, dass diese Begrifflichkeiten, die diese Prinzipien und allgemeinen Rechtsinstitute des BGB und des bürgerlichen Rechts beinhalten, nicht für den allgemeinen Sprachgebrauch geeignet sind oder häufig eben auch Begrifflichkeiten kommen, die nicht unbedingt aus dem allgemeinen Sprachgebrauch heraus bekannt sind. Ich nehme nur ein ganz einfaches Beispiel, etwa die Leihe. Ja, man sagt also, kannst du mir das mal leihen? Ja, oder ich leihe mir mal ein Auto oder einen Strandkorb aus. Strandkorbverleih im Sommer. Ja, dann wird man sagen, Strandkorbverleih, ist das tatsächlich eine Leihe? Juristisch gesehen eben nicht. Es ist eine Miete und trotzdem spricht man nicht unbedingt von einer Vermietung. Umgekehrt etwa der Kaufvertrag, also dass man etwas kaufen geht, das ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und spielt keine besondere Rolle mehr im Hinblick auf die Terminologie im Gesetzbuch. Gleichwohl ist dann im Kaufrecht und sind im Kaufrecht dann wieder Termini verwendet, etwa wenn es um das Gewährleistungsrecht geht und so weiter, die wieder ihre besondere Eigenständigkeit haben und im allgemeinen Sprachgebrauch so nicht unbedingt verstanden werden. Also etwa die Unterscheidung zwischen den allgemeinen Gewährleistungsrechten und einer Garantie, ja, die gegeben wird und so weiter. Ich will das hier an dieser Stelle gar nicht zu sehr vertiefen, nur darauf hinweisen, dass es also diese zwei Probleme bei der Kodifikation gibt. Und wenn sich der Gesetzgeber eben dafür entscheidet, eine eher wissenschaftliche Durchdringung der Materie vorzunehmen und sie dann auch entsprechend wissenschaftlich zu formulieren, dann kommt es hier im Wesentlichen darauf an, dass die Begriffe geklärt werden, von denen der Gesetzgeber ausgegangen ist.